Hallöchen, meine Damen und Herren. Wie ist denn The Armory bei euch bis jetzt gelaufen? Bei mir hauptsächlich so. Oh, dude, you're drinking cum powder? Ew! Dude! What the fuck? Es kommen ständig Leute zu mir in den Stream, die fragen, wie man am besten investiert, was sie sich holen sollen, lohnt sich der Pass überhaupt und so weiter und so fort. Und diese Frage, lohnt sich der Pass überhaupt, will ich jetzt heute ansprechen. Die erste Frage, die ich direkt entgegenstelle, ist, was es für dich heißt, dass sich die ganze Sache lohnt. Die meisten meinen finanziell, andere fragen aber auch wegen dem Spaß. Das sollte man also direkt dazu sagen, lohnt sich der Pass finanziell? Kann ich damit irgendwie viel Geld verdienen oder nicht? Oder lohnt sich der Pass? Ich habe irgendwie gehört, viele spielen da gerade rein, macht es Bock. Ich fange erstmal hinten an, lohnt sich der Pass aus Spaßgründen. Für mich persönlich, aber auch für viele, viele andere, hat dieser Pass wieder neuen Schwung in Counter-Strike gebracht, obwohl es gar nichts Neues gibt. Zumindest spieltechnisch kam ja nichts hinzu. Wir haben kein Danger Zone oder irgendwas, sondern wir haben den ganzen Kram, den wir die ganze Zeit auch schon hatten. Während du spielst, sammelst du diese Sterne. Und tatsächlich ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen im Sinne von Spaß. Denn mit jeder Sache, die man mehr in Counter-Strike macht, hat man mehr Sterne und hat dann dadurch immer wieder diesen Adrenalinstoß beim Öffnen. Und alleine dieser Nervenkitzel beim Öffnen der Kisten ist es für viele wert, sich ein oder mehrere Pässe zu kaufen und rein zu grinden. Alleine wenn ich auf meine FL schaue, sehe ich unglaublich viele Leute, die seit einem halben Jahr kein CS mehr gespielt haben und jetzt wieder täglich reingrinden. Auch viele, die ranktechnisch praktisch schon mehr oder weniger an der Spitze waren, die bei 20, 21.000 waren und sich gesagt haben, naja gut, jetzt brauche ich auch nicht weiter zu spielen, gehe ich wieder auf Faceit drüber. Auch die sind wieder am Start und drücken hier rein. Es ist auch echt ein nices Gefühl, nach jedem Spiel diese Füllung der Sterne beobachten zu können. Also man grindet alleine schon darauf relativ stark hin. Man wird also kurzum für Dinge, die man sowieso schon die ganze Zeit gemacht hat, sofern man die ganze Zeit gespielt hat, noch hinzukommt belohnt, wenn man sich den Pass kauft. Aber, und dieses Aber ist sehr groß und wir rutschen jetzt in den ersten Punkt, lohnt sich das finanziell? Es muss natürlich überhaupt nicht heißen, dass du irgendwas bekommst, das den Wert des Passes übersteigt. Wenn du viel Pech hast, hast du einfach nur Scheißdreck. Es gibt hier Bereiche, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld wieder rausbekommst, als bei anderen Sachen. Auf die Kiste zum Beispiel sind am Anfang sehr, sehr viele direkt draufgegangen. Aktuell stehen die Kisten bei 96 Cent, die standen aber auch schon deutlich höher. Natürlich fallen die jetzt, man sieht ja, die Quantity steigt. Hier haben direkt am Anfang bereits einige gutes Geld rausgeholt. Wenn du dir einen Pass kaufst und den voll machst und 40 Sterne hast, kannst du dir 20 Kisten holen. Wenn du 20 dieser Kisten für 2-3 Euro verkaufst, hast du schon Gewinn gemacht. Alleine jetzt, wo sie ungefähr bei einem Euro steht, würdest du immer noch einen leichten Plus machen, wenn du den Pass für 15 kaufst und die Kisten dann für 20 verkaufst. Doch viele rechnen natürlich mit den ganz dicken Gewinnen. Sie wollen eine Fate haben oder die anderen Geschichten, die man hier halt sich raussnacken kann. Es gibt auch hier in dem Bereich einige Sachen, die gut was wert sind. Also einige machen darum diese Sachen auf und hoffen dann auf was wirklich Großes. Doch vor allem hier kann man leider sehr enttäuscht werden. Wie man zum Beispiel hier an meinen Ziehungen sieht. Also ihr seht alles Blaue. Das sind meine Ziehungen. Das sind aber wohlgemerkt keine Ziehungen, die ich für mich gemacht habe, sondern ich mache es im Livestream so, dass ich ein Giveaway aufmache, ein Gewinner wird gezogen, der Gewinner sucht sich hier irgendwas aus, zum Beispiel diese Collection, ich mache sie auf und der Gewinner bekommt das, was rauskommt, egal was es ist. Bis jetzt habe ich für euch Folgendes gezogen, diese Galil ARNV. Dann noch diese P250 Small Game und den gesamten Rest hier oben. Auch alles aus den Kisten rausgezogen. Das war bis jetzt mein bester Zug. Und halt die Desert Eagle. Aber meine sieht leider etwas hingefallen aus. Also overall sind die ganzen Pässe, die ganzen restlichen, sowieso alle für euch. Also ich habe mir ein Pass selbst gekauft. Ihr habt mir 4 Pässe gekauft. Und jetzt war letztens einer voll. Dann habt ihr mir einen weiteren Pass geschenkt. Also diese Sachen sind sowieso für euch die Öffnung. Die heben wir uns für die Streams auf, damit ich live für euch halt Giveaway-Skins ziehen kann. Wenn man mir, also dem Bubbler, die Frage gestellt, lohnt sich der Pass, dann kann ich da nur mit einem riesigen Ja antworten. Alleine, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Videos und Streams ich extra zu diesem Content bereits machen konnte und was ich da rausholen konnte, lohnt sich das allemal. Wenn man einfach nur Spieler ist und gerne Sachen sammelt und einem 15 Euro nicht zu schade sind, weil man die sowieso rumfliegen hat, einfach so Wegwerfgeld, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn ihr finanziell struggelt, dann seht bitte nicht diese ganze Geschichte als einen Gain an. Ich habe jetzt schon von so vielen mitbekommen, dass sie sich 5 Pässe gekauft haben und halt nur Trash gezogen haben. Und für 75 Euro nur Trash zu ziehen, das schmerzt dann schon, also zu 100%. Ich würde die ganze Sache also nicht als Investment angehen oder ansehen. Wobei ihr aber auch meine Meinung dazu kennt, dass ich ganz Counter-Strike auf keinen Fall als Investment irgendwie irgendjemandem raten würde. Und da gibt es viele Stimmen, die natürlich das Gegenteil behaupten, die sagen, doch, super. Wenn ihr Spaß an Counter-Strike habt und 15 Euro bei euch einfach gerade rumfliegen und ihr die sowieso nicht braucht, dann holt euch den Pass. Habt ein bisschen Spaß, holt euch ein paar coole Sachen und mit viel Glück macht ihr Gewinn. Und mit diesen Worten ziehe ich jetzt auch schon durch. Wir machen jetzt gleich den Stream wieder an, 18 Uhr, und machen dann auch wieder, ich denke, 2 von diesen Zug-Giveaways. Und ich hoffe, dass ich heute für jemanden aus der Community endlich so eine Fade oder zumindest sowas ziehen kann. Komm schon, bitte. Ach ja, heute gibt es übrigens diese AK-47 Frontside Misty für euch im Livestream abzusnacken. Also kommt gerne rum und seid mit dabei. Wir sehen uns dann. Bis gleich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes.
lass es krachen und ja, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.